Jo Leute, es ist euer Knecke Nick Pro. Willkommen zu Folge Pixel Gun 3D. Und ich habe was anzusprechen. Gestern konnte kein Video kommen. Oh, zeig schon mal lieber nicht. Weil mein Internet vollkommen am Arsch war. Ich konnte nichts machen. Ich war zwar mit meinem Router verbunden, aber es hatte kein Internet. Ich weiß nicht warum. Und wie das überhaupt geht. Und in meinem letzten Livestream bin ich ja ein gewisser Patrick, als haben sie beleidigt, obwohl eigentlich, na, eigentlich wollte ich das gar nicht, es war irgendwie so, wie heißt es nochmal, also nicht wirklich gemeint. Und dann sage ich halt zurück, der ist auf keinen Fall ein Nazi und ich auch nicht. Und der, wieso ist der so laut? Ja, also es geht mal los mit der Folge, er wollte es, hat mich dazu gezwungen, nicht Spaß, sonst will er gleich nochmal ein Video, Entschuldigungsvideo oder so. Also gut, und, zwei Freespins sind ganz korrekt, alle. Jawohl. Und ja, Juwelen, das brauchen wir auch, weil wir uns die Geisterlaterne gönnen. Natürlich, 3 Juwelen, das ist so wenig, aber egal. Und nochmal, und wir kriegen. Level 2, das ist gut, das benutze ich oft, ich hätte jetzt gedacht. Ich hab das doch schon, wenn ich verarschen, oder? Ich hab das doch schon. Hey, Gadget ist jetzt. Ja gut, das ist jetzt Level 2, gut, ich hätte gedacht. Ich hätte gedacht, die wollen mich komplett verarschen. Und zwar, die einzigste Waffe, wo man keine, normale halt, wo man, was ist das, Alter? Schießt es? Jo, 14. Eigentlich wollte ich die mir ja heute gönnen. Alter, die Waffe ist neu, oder? Die kann ich mir noch bald gönnen. Jung. Das ist schwierig. Ich kann mir auch das Schweinchen kaufen. Aber ich habe gute Erfahrungen mit der Geisterlaterne eigentlich. Verlangsamung Raketen. Ja, das krieg ich noch von meiner WhatsApp-Gruppe. Ich kann mir das holen. Das war auch ganz geil. 14 Effizienz, die ich kann mir eigentlich beides kaufen, aber ich brauche eine bessere Knarre. Was soll ich jetzt nehmen, Alter? Das ist jetzt die Frage. Stimmt jetzt einfach, das wollte ich mir kaufen. So, jetzt habe ich kein Geld mehr. Geisterlaterne, Alter. Von der habe ich immer geträumt, von dem Ding. Eigentlich auch. Oh, das war 16. Ich habe mir das nicht gekauft. Dafür ist es schon mehr zu Ghetto. Ja, also gut, ich wollte mir eigentlich auch mit dem Geld das hier kaufen. Ich habe noch nicht genug Geld. Ich werde mir das kaufen, eigentlich hatte ich das hier vor. Oh, hey, scheiße. Ich habe heute Schwein kaufen können, aber die Gasantenne gefällt mir mehr. Warte mal. Das kann hier mehr schießen, oder? Ja, aber dafür ist die Gasantenne ein bisschen geiler, finde ich. So, und ich würde schon mal sagen, spielt mal online. Dann will ich jetzt fucken mir, wir brauchen so mal die Festung. Jetzt fucken wir ein paar Spiele ab. Nicht geile, sonst soll ich eine Schule oder so. Also, ja, jetzt machen wir die kaputt. Leicht Goldrüstung, ja, brauch ich auch mal vielleicht. Boah, Alter. Direkt in die Hand, Digga. Bau auf die gerade. Oh, ne, ich glaube, die Gasantenne war ein besserer Kauf. Jetzt sind die da. Jo! Oh, das war so geil, Wonne, der ich lieb das, die Waffe, ich lieb die, das war gut, die zu kaufen. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, weil die kenne ich auch. Ja, Mann, ey, und, ja, fast. Nein, oh, ich hätte ihn killen können, nämlich die ganze Tanne tötet komplett alles. Wir verlieren zwar so, ha. Oh, da ist der Teufel. Ja, ich habe ihn getötet nochmal. Vielleicht wissen müssen. Gut, alle Gasserzähne. Ich glaube, damit machen ein bisschen weniger Kills als sonst. Und. Yo, der ist tot. Oh, Scheiße. Schieße. Ist er stehen geblieben, weil er sein Gadget aktivieren wollte. Und. No. Ja, doch, ich habe ihn getroffen. Moin. Und von der Gasserzähne erledigt. Und mir wurden auch erledigt. Drache. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich kill einfach jeden mit dem Ding, das ist richtig geil. Die Waffe ist richtig geil, die kann man sich mal gönnen.
Kann man sich auf jeden Fall mal jetzt reinschießen. Vielleicht treffen wir ja irgendwas. Nein, logisch nicht. So, Jetpack ist Level 2. Ja, sieht man jetzt eigentlich einen Unterschied? Oh ja, man sieht auf jeden Fall einen Unterschied. Ich habe mal wieder das Gefühl, ich leibe ein bisschen zu viel. Ja, ich rede mal. Oh ne, jetzt habe ich geschossen. Ja, die brauchen ein bisschen länger zu schießen, ne? Das ist schon. Oh, oh, oh. Ja. Ich glaube, das wäre schon eine bessere. Also, ihr könnt einen Kommentar und vielleicht mal schon abstimmen, keine Ahnung. Schreiben, ob das ein guter Kauf war oder ein schlechter Kauf. Schön, die macht One, die ist eigentlich perfekt. Die war für uns. Also, exakt für mich. Aber wir liegen so hart zurück. Egal, dafür haben wir den jetzt erledigt. Und ihr, so. Der muss stehen bleiben. Wir sind unser nächster Map. Ich sowas wandern. Ui. Oh, die Geisterlaterne ist richtig geil. Und. Oh, fast. Aber egal. Komm, reloade. Der ist tot. Nein, ich wollte gerade abdrücken. Wir haben noch 43 Sekunden. Oh, oh. Hallo. Als ob ich nicht getroffen hab. Als ob. Und. Kaputt. Feuer. Komm, bleib da. Ah. Jetzt hat mein Mitspieler erstens explodiert wie Schneebälle. So, der ist kaputt. Ey, das war cool, er kann sich bewegen. Gleichzeitig steht er damit richtig hart killen. Und ich bin tot. Ich glaube, die meisten Kills hat mich gemacht. Mit der Geisterlaterne. Yalla. Man kann ja voll gut damit abschrecken. Und Sieg. Wie viele Kills habe ich mit der Geisterlaterne hingekriegt? Also ich habe jetzt wirklich nur mit der. Oh. Ja, aber dafür habe ich jetzt nur mit der Geisterlaterne gespielt, natürlich. Sind nicht für ein Level gut, sondern. Aber macht schon viel Kills, ne? Komisch, mit der letzten Runde hatte ich auch 14 Kills. Ah, ich glaube, man kriegt noch 14 Kills damit hin, oder? Naja. Boah. Alter, das ist so geil, ich kill hier jeden damit. Und. Ah, ne. Alter, man kann einfach damit rumfliegen mit Jetpack, weil es hier Level 2 ist und. Piu, kaputt. Das ist so geil. Ja, ein bisschen muss man warten, dass es schon nachteilen alles. Aber sonst ist das Ding eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Leute gekillt, ohne einmal zu sterben. Aber die Waffe ist schon gut. Deutschland gut. Nee. So, und. Ja, kaputt. Ja, es geht richtig einfach mit der Waffe. Also, die ist nur empfehlenswert. Ich weiß nicht, ob Schweinchen besser ist. Dann ist das Schweinchen mehr empfehlenswert, wenn es natürlich auch besser ist. Ja, wenn es schon besser ist, dann würde ich es kaufen. Ich habe jetzt nicht gewusst, mehr noch ein. Scheiß Juwel gefehlt, dann hätte ich mir das kaufen können. Aber, ja, ich weiß ja nicht, wie gut es ist. Erstmal muss ich es testen. Man kann es ja nicht testen, ist voll blöd. Sehr blöd, aber da. Wenigstens kann man damit, ich glaube, ein Schweinekill, wenn es mehrere Schüsse macht, ist nicht so okay. Nein! Ich hätte selber schießen sollen. Ja, jetzt fühlen die ja noch. Ja, vielleicht wäre das Schweinchen noch vielleicht besser, ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall hat es, sogar mehr Schaden gemacht oder so. Schießt 3 Schüsse auf einmal. Das ist auch schon gut. Ich glaube, ich muss da nicht so lange reloaden. Irgendwie läuft sie ja auch so. Irgendwie läuft es aber auch mit der Waffe. Die ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, es kostet ja schon ein bisschen viel. Reduziert, wenn man WLAN hat. Aber ist trotzdem, ja, schon gefährlich. So, man muss immer so schnell rummachen, dann überlebt man ein bisschen länger. So, ja, zum ersten Mal nehme ich am Tag hier aber eine andere Waffe. Ich würde sagen, ein bisschen Geld habe ich auch von der Kampagne. Boah, ja. Das ist auf jeden Fall ganz geil, die Waffe. Jo. Ich wirbel EP einfach. Ja, und. Jung. Nein, der wurde schon erledigt. Naja. Jo, Alter, das ist so richtig. So richtig geil, die Waffe. Man kann einfach mit jedem damit erledigen. One-Hit. Das ist halt der Vorteil an der Waffe. Boah, Mehrfachkill. Ich sprich gerne Mehrfachkille. Und. Boah, Brüllen, oder wie das ist. Schießt mir den noch ab. Reicht es überhaupt bis dahin? Nö, scheiße, es war aber knapp. So, also soweit geht die auch nicht, wie ihr gerade gesehen habt. Oh, ich bin selekt. Ich bin Monsterkiller, oder? Ich sprich gerne Monsterkiller. So, und als nächstes kaufe ich mir, glaube ich, ein Gadget, wo mich halt, Alter. Ich kann mich ja gar nicht heilen.
Ja. Boah, ich muss schon mal heilen hier. Können irgendwie. Ich glaube, es gibt auch so Dracula-Waffen. Da kann man das Leben von den anderen nehmen. Also, das ist auch schon geil. Man kriegt Leben, wenn man einen anschießt. Ich weiß nicht, wie viel, aber auf jeden Fall. Das ist nice. Vielleicht kaufe ich mir nächstes auch so eine Waffe. Schon jetzt erledigt. Habe ich jetzt keine erledigt, durch die Mitte geschossen. Ich muss nachher hingehen, damit ich die erwischen kann. Das ist zwar ein kleiner Nachteil, aber ja, trotzdem sehr effektiv. Ich mache hier One-Hit alles und. Na, man muss auch gut treffen. Ich habe jetzt keinen einzigen erwischt. Ernst. 26 zu 17, Alter. Gar nicht mal so gut. Nein! Och, man, ich muss immer so nachstehen. Jetzt gehen die da weg. So. Und Ding, wie ich jetzt die Waffe finde. Also die Waffe hier. Oder was machen wir mehr Schaden? Die macht mehr Schaden, ich schwöre. 15. Aber Level 17 erst, naja, dafür ist sie aber so gut. Also, es macht mehr Spaß, die Leute zu killen als sonst mit der Laterne, weil die einfach so geil ist und One-Hit macht. Nur einen Schuss kaputt. Und sogar, glaube ich, auch mit der stärksten Rüstung macht man einen One-Hit. Glaube ich zumindest. Ja, also ich finde die Waffe sehr gut. Ich glaube, der Laser hier. Das ist eigentlich auch ganz OP. Vielleicht ich mir den auch laufen kaufen kann. Ja, aber mir gefällt die Waffe. Auf jeden Fall sehr nice. Und ja. Patrick ist kein Nazi. Kein Nazi. Und so war es mit der Folge. Also, ciao, Leute.